So Leute, dieses Video ist für alle Partyhungrigen. Wir sind auf Ibiza im Ushuaia Hotel und alle, die elektronische Musik mögen, ja, egal ob jung oder alt, sind hier genau richtig. Ja, das Hotel ist der absolute Hammer. Der Empfang war auf jeden Fall schon mal sehr freundlich und wir müssen jetzt leider noch bis 3 Uhr aufs Zimmer warten, aber wir haben Getränkemarken bekommen, können uns jetzt am Pool einen Drink genießen. Und schon mal Musik hören, weil der DJ spielt hier ab 12 Uhr, geht es hier richtig zur Sache, also schon richtig Party am Pool. Das geht bis abends weiter, bis um 23 Uhr. Die Partys sind alle inklusive, unter anderem David Guetta, Tiesto, die besten DJs. Jeden Abend direkt hier im Hotel, im Nachbarpool. Besser geht es nicht. Und die Partys sind, wenn man das Hotel bucht, im Zimmerpreis schon inklusive, kosten normalerweise immer so um die 100 Euro. Also der krasse Scheiß, Leute. Ja, das ist die Lobby und von dort aus kommt man auch direkt zum Pool. Der Weg dorthin ist super schön, irgendwie wie im Urwald. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter und ich zeige euch alles. Wundert euch nicht, dass das Hotel jetzt so leer aussieht, wenn wir euch das zeigen und so ruhig ist. Ja, wir haben extra früh morgens gefilmt, um die Privatsphäre der Menschen hier zu schützen. Aber gleich steht hier vor jedem Bett am Pool eine Flasche Champagner oder Sangria oder andere Getränke, Wodka. Also es ist wirklich eine krasse Poolparty hier. Können wir leider nicht filmen, ne? Aber mit DJ wirklich den ganzen Tag und es ist richtig Party hier. Ja, auf jeden Fall. Ja, die normalen Liegen hier am Pool sind kostenlos. Wenn man aber eine etwas breitere Liege haben möchte oder vielleicht sogar eine Liege mit Whirlpool im oberen Bereich, ja, dann hat man allerdings einen gewissen Mindestverzehr. Ja, aber da könnt ihr euch im Hotel erkundigen. Ich glaube, das startet irgendwie bei 600 Euro und ja, nach oben hin offen sind wie immer keine Grenzen. Ja, man hat am Pool richtig dicke Auflagen. Ja, man bekommt natürlich auch Handtücher hier. Ja. Und es reicht aber, also wenn man ganz gemütlich nach dem Frühstück zum Pool geht, weil die Leute schlafen in der Regel etwas länger. Also es ist nicht so, dass dann morgens schon alles besetzt ist. So gegen 11 oder sowas reicht es, dann kriegt man immer noch ein schönes Plätzchen. Ja, ab mittags wird es ein bisschen voller und dann geht es dann so ein bisschen los. Genau. Ja, und wenn es einem zu laut wird am Pool doch irgendwann mal, dann kann man auch zum Strand runtergehen. Da hat man es ein bisschen ruhiger und die gleichen guten Liegen mit dem gleichen Service. Ja. Wir haben dieses Mal ein Zimmer in der 4. Etage. Ja, das ist ein Standardzimmer. Wir haben seitlichen Meerblick oder auch Poolblick. Und was mir halt auch besonders wichtig ist immer, das Zimmer ist sauber. Ne? Ja. So für mich immer das Wichtigste überhaupt. Und natürlich auch super schön. Toller, moderner Standard. Und vor allen Dingen die Betten sind mal wieder super gemütlich. Wir haben echt Glück im Moment. Wir haben super geschlafen. Und vor allen Dingen auch die Putzfrauen sind total süß und total lieb. Finde ich auch immer ganz toll. Ne?
Das Frühstück ist aufgebaut wie ein kleiner Zirkus, also quasi wie so kleine Zirkuswagen, wo das Essen drin präsentiert ist. Total süß. Ja, und es gibt alles an Essen, was ihr euch vorstellen könnt. Ja. Obst, Pfannkuchen. Also ich werde das ganze Buffet auf jeden Fall jetzt auch mal filmen, ja, und euch zeigen. Und es ist wirklich sehr, sehr lecker. Und wenn man Glück hat, hat man auch noch eine kleine Show am Strand. Das hatten wir auch schon zweimal jetzt. Also Show von morgens bis abends. Ja. Das Hotel hat auch eine Dachterrasse, da müsst ihr auf jeden Fall mal hoch. Die hat ab 19 Uhr geöffnet, ihr habt einen super Blick auf die Party und auch auf den Flughafen. Ja, da kann man auch schön was trinken und entspannt sitzen. Also gebt euch das mal. Und was kommt jetzt? Unser Fazit? Ja, das Hotel ist der absolute Hammer. Reizüberflutung von morgens bis abends. Du wirst hier irre, aber im positiven Sinne, wirklich. Ja, wir haben das Hotel Anfang Februar gebucht. Da gab es so ein Valentine-Special. Und zwar direkt über das Hotel. Wir haben, glaube ich, so um die 500 Euro pro Nacht bezahlt, inklusive Frühstück. Und natürlich inklusive Partys, ne? Das muss ja, man auch die immer Partys berechnen. Sind inklusive. Ja, und manchmal hat man so, kostet so ein Ticket zwischen 60 und 100 Euro. Wenn man das dann für zwei Personen rechnet, dann ist man schnell mal 200 Euro für die Party-Tickets los. Das ist natürlich hier im Hotel schon inklusive. Es war einfach, unser Fazit ist diesmal einfach der Wahnsinn. Irre. Absolute Wahnsinn. Der krasse Scheiß, Leute. Ihr müsst es euch antun. Wirklich, wer auf elektronische Musik steht, ob jung oder alt, fahrt ins Ushuaia. Auf jeden Fall. Einmal im Leben. Ja, oder jedes Jahr. Oder jedes Jahr. Wir kommen auf jeden Fall wieder und feiern jetzt noch ein bisschen. Und wir grüßen euch. Bis bald, ihr Lieben. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.